Jetzt müsste das Lied kommen von Fast and Furious. Ja. It's been a long day without you, my friend. And I tell you all about it when I see you again. Oh, hello! Oh. Jetzt wissen Sie Bescheid. Geh auf die Knie, dann kann ich dich besser erschießen. Hä? Ich werde den Fusionsreaktor überlasten. Das wird den Reaktor in eine Atomwaffe verwandeln. Sie werden das Schiff zerstören. Und die Station. Ich werde jegliche Spur dieser Kreatur zerstören. Ripley, das ist die einzige Möglichkeit. Ich kann es nicht am Leben lassen. Und ich werde es nicht der Firma überlassen, sonst geht das alles wieder von vorne los. Das wäre extrem doof. Ja, Freunde, warten wir jetzt einfach ab und sterben. Wir müssen das nicht tun. Stopp! Hören Sie auf, Marlo! Marlo, bitte. Sie haben gehört, was Ihre Mutter getan hat. Sie hat es verstanden. Wenn sie hier wäre, würde sie mir helfen. Sie würde der Firma ganz sicher nicht die Anschrift von dieser Kreatur geben. Niemand darf das hier wissen. Da sind noch Überlebende auf der Station. Marlo! Aber nicht Foster. Sie war meine Frau. Ich habe sie geliebt. Und ich habe sie getötet. Bam, Jung! Holy shit! Oh mein Gott. Ich glaube, ich war zu spät. Er hat es bereits in Gang gesetzt. Taylor, ich werde die Überlastung aufhalten. Sie müssen mir helfen. Gehen Sie zu dem Bedienpult. Warnung. Fusionsreaktorenüberlastung im Gang. Öffnen Sie die Fusionssysteme, damit ich an ihnen arbeiten kann. Was? Wir brauchen Strom beim Auxiliargenerator. Suchen Sie nach den Buchstaben AUX. Okay, ich weiß Bescheid. Irgendwas abschalten. Irgendwas abschalten? Irgendwas abschalten. Ich kann doch nicht mal hier weg. Ich muss hier so ein bisschen durchdrücken, ja? Let's fetz. Okay. Alles okay, Taylor. Schalten Sie jetzt das Wartungsterminal von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? Ich kann es nicht finden. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Was ist es? Das klingt gerade schon ein bisschen wie so ein Rennwagen auf Hochtouren, oder? Wenn wir schon beim Thema sind. Holy shit! Muss ich hier noch was machen? Bindemittel. Ja, ich nehme mal Bindemittel mit. Jetzt? Hier? Ah, okay. Ein bisschen hacken. Ja, helfen wir ihr mal ein bisschen. Dann geht's gerade nicht so toll. Das geht doch auf Zeit! Das geht doch auf... Das geht ja doch auf Zeit! Mission... Das geht ja... Warum? Jetzt fühle ich mich unter Druck gesetzt. Oh, ich dachte, ich könnte mir so easy peasy Zeit lassen. Ja, so ein bisschen so, okay, alles cool. Okay, erstmal das hier, let's go. Ja, ja, ist okay, wir kriegen's hin. I know what to do now. Boom, yes. Boom, 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 boom. I want you in my room. Let's spend the night together. Okay, together in my room. Von Auto auf Manuell um. Können Sie es sehen? For real? Ich kann es nicht. Es muss da sein, Taylor. Vertrauen Sie mir. Das ist es. Okay, hacken. Wow, okay, das war absoluter Fail. So, V. Dann das. Das und das. Ja, Mann! Woo! Easy! Komm, mach hinter da. Drück. Ha? Hallo? Noch was drücken? Hey, yo, mach. Oh, hier. Oh Gott. Lass dir Zeit, alles cool. Easy going. Noch was machen? Oh. Überlastung unterdrückt. Das ist genauso, wenn man so auf Klo muss, ganz dringend groß,
man hat kein Klo in der Sichtweite und dann man drückt und dann ist wieder weg. Das Gefühl ist dann erstmal wieder gut. Puh. Oh, scheiße. Marlow hat eine Überlastung erzwungen. Das Schiff wird entzwei gerissen werden. Und das ist nicht gut, richtig? Was muss ich machen? Okay, erkunden Sie die Anesidora ist, glaube ich, wahrscheinlich jetzt gerade nicht so. Au. Entkommen Sie! Okay, Deal! La 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 la. Wo muss ich hier kommen? No! No! Oh! Schneller! Schneller! Bin noch richtig, Freunde. Alles cool. Glaube ich. Ja, doch, sieht gut aus. Oh oh, oh oh, schnell! Komm schon! Komm schon! Lauf! Lauf, Mädel! Oh, oder rutsch! Oder flieg! Lauf, Forrest, lauf! Oh mein Gott, wo muss ich hin? Da, okay. Let's go! Woohoo! Wissen wir überhaupt, wo wir gerade hinlaufen? Sieht richtig aus. Sieht falsch aus. Okay, ich muss hier weiter. Okay, tschüss, tschüss, tschüss. War schön. Bye, bye. Oh. Ich hab ein bisschen Bauchifauri, ne? Ich hab ein bisschen Bauchifauri. Schiffskopplungs Fehlfunktion. Dienst offline. Ricardo. Sind wir jetzt hier clear? Wo sind wir denn jetzt wieder? Hä? Sind wir jetzt wieder bei der Dingens? Anesidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche die Torrents. Vom Himmel? Wir sind doch in der fucking, im fucking Weltall. Wir sind übrigens, glaube ich, wieder auf der Dingens-Gedöns hier, ne? Sevastopol. Oder? Oder? Sind wir? Ich glaube, wir sind wieder auf Sevastopol. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrance ist der einzige Ausweg. Bin die Torrance. Nee, ich bin ein... wurde gerade aktualisiert. Hallo Sevastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerbordseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Wir können nirgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich behalte diesen Kanal offen. Torrents Ende. Oh. Haben wir jetzt gerade überhaupt Zeitdruck? Oder können wir jetzt erstmal... Sind wir gerade... Ich glaube, wir sind definitiv wieder am Ding. Ne? Das heißt, hier gibt es wieder Aliens. Oh nee, das heißt... Oh. Ja, Freunde, das ist gerade ein Titanic-Simulator, zumindest mal geräuschtechnisch. Falls ihr schon mal so einen Titanic-ASMR-Stream miterleben wolltet, dann habt ihr hier genau das Richtige gefunden. Kurz vor dem Sinken. Hier sehen wir sogar richtig. Willkommen bei Seeks and Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Alter, ich melde mich überhaupt nicht an. Ist da weiter? Wir haben Gesellschaft. Der Sicherheitsdienst von Sixen ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Alter, for real jetzt? Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. For real jetzt? Nein. For real jetzt? Die ist immer noch tot. Aber halten Sie sich von ihnen fern. Wir sind gefährlich und verzweifelt. Wow! Ich hab noch nicht gespeichert, ne, Freund? Das ist ein bisschen... Wow! Ich brenne! Ich bin tot! Alter, what the fuck? Das war doch voll weit weg! Nö! Welches Game? Das ist Alien Isolation. Und auch dir einen wunderschönen guten Abend. Alter! Ricardo!
Ripley, die Explosion der Anisidora hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Demnächst fallen wir vom Himmel. Ich versuche, die Torrents zu erreichen, aber der Funk ist immer noch gesperrt. Das von Ihnen angedockte Ambulanz-Shuttle ist im Eimer. Die Torrents ist der einzige Ausweg. Pack auf. Der Funkspruch von Verlaine wurde gerade aktualisiert. Hallo Sebastopol, bitte um Antwort. Ein Schiff ist gerade an Ihrer Steuerseite explodiert und hat die Orbitalstabilisatoren zerstört. Zing, was mache ich sofort? Wir können irgendwo andocken. Sagen Sie uns bitte, was vorgefallen ist. Wir können Überlebende aufnehmen. Ich Geheimnis. Diesen Kanal offen. Torrents Ende. Das ist ein Geheimnis, so trinken. Ey, das Spiel ist wirklich, so ab der ersten halben Stunde ist es noch voll chillig, aber ab dann bis zum Ende hast du eigentlich nur dauerhaft unter Stress, ja. Da hast du keine Sekunden zum Verschnaufen, irgendwie so, hey Mensch, alles cool, wir übernehmen mal kurz, ja, easy peasy. Nö, du musst eigentlich alles machen. Kannst du einfach nicht sein. So, warte mal. Willkommen bei Seekson Communications. Bitte melden Sie sich an der Rezeption an. Kann ich hier was machen? Der Sicherheitsdienst von Seekson ist gerade aufgetaucht. Bewaffnet. Nicht auf unserer Seite. Ich musste mich unter einem Tisch verstecken. Was wollen die? Die Torrents. Sie haben die Meldung gehört. Sie wollen sie kontaktieren. Ich glaube, sie wollen sie gewaltsam übernehmen. Können sie das? Nein. Die Funkverbindung ist immer noch tot. Aber halten sie sich von ihnen fern. Die sind gefährlich und verzweifelt. Gefährlich und verzweifelt. Ich würde gerne sagen, das klingt voll nach mir, aber ich bin ja nicht gefährlich. Zweifelt ab und an. Aber nicht gefährlich. Oh, 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 oh. Yo, 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 yo! Haben wir es gehört? Wahrscheinlich ja, oder? Oh, und Leon, vielen Dank für die magische Qualle. Also, wenn ihr das nicht gehört habt, wobei, hier sind sehr viele Umgebungsgeräusche. Oh, ich hab das Licht an. Alter, das klingt irgendwie heftig. Hä? Wo kann ich sie mitnehmen? Ah ja. Ich glaube, der will mir so... No, what? Wow, 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 wow. Hat er mich, glaube ich, nicht gesehen, oder? Es ist mir egal, ich laufe erstmal. Tschüss. Oh! 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 Bazinga! Damit hatte ich gerechnet. Damit hatte ich gerechnet. Alter, das war quasi wie Ostern, bloß die Hardcore-Variante, ja? Oh! Oh! Damit hatte ich nicht erstmal nachladen. Egal, es muss nur ein Schuss sein, Hauptsache nachladen, ja? Ist da noch einer? Hä? Hier hat doch gerade noch jemand... Oh, wow, 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 wow. Alter, er steht ja einfach da und denkt so, Mensch, krass. Alter, was ein Idiot, oder? Alter! Ich hoffe, du wirst heftig unterbezahlt, weil mehr bist du echt nicht... Ne, war ein Spaß, bitte beruhigen Sie sich. Bitte beruhigen Sie sich. Trinken, saufen, was auch immer. Das ist alles. Was muss ich eigentlich jetzt genau? Okay, ich glaube, ich muss einfach in die Richtung laufen. So, Zugriffsglock. Ich habe Ihre Anfrage erhalten. Ja, ich war in unserem Übertragungs-Relais-Archiv und habe einige entschlüsselt. Ich suche nach Crewlogs, die vor einiger Zeit über Sevastopol geleitet wurden. Ich verstehe, dass Sie sich Sorgen machen. Du sollst trinken? Ja, aber nur für Kanalpunkte. Ich muss nur ein paar Dinge in Erfahrung bringen. Yes.
Ein Routine-Datenübertragungspaket aus der Randzone von Tedus, bevor ein Schiff die Heimreise hat. Das klingt ja auch so schnapp, keine Sorge. Hier spricht Captain Dallas mit einem ersten Bericht von der Rückreise unseres Tedus-Trips. Wenn wir zurück sind, würde ich um ein Gespräch mit einem Transportkoordinator bitten. Ein regulärer wissenschaftlicher Offizier. Hab ich doch, ich hab doch gerade getrunken. Herzlein, ich hab doch schon getrunken. Ich bin mir sicher, dass der Neue weiß, was er tut, aber zwei Tage... Ich kann von mir auch nochmal was trinken. Ja, ich weiß, ihr wollt einfach nur gerne brüstig sehen. Kriegen wir hin. Wir werden für unsere Fracht bereit sein, sobald wir Bescheid kriegen. Dallas, Captain... Ja, das ist mal gut. Nicht gesehen, okay, ist okay. Ja, gibt's halt doppelt. Ist kein Thema. Ist kein Thema. Nicht alles gut. Alles gut. Das passiert manchmal... Ich blinzel auch manchmal zu lange und dann sehe ich das nicht. War kurz weg. Du kannst dir nicht irgendwas wünschen und dann weggehen. The fuck? Das geht doch nicht. Nein, alles gut. Alles gut. Bitte beruhigen Sie sich. Wo muss ich überhaupt hin? Ich bin ja falsch. Hä? Wo geht's denn dann hier lang? Wo geht's denn? Waren wir hier schon mal? Oh, ist das ein Android? Hallo, ich glaube, es ist ein Android. Ach, ja, wir sehen, ja, dass wir halt einfach nichts sehen, ne? Okay, good to know. Wobei, nee, stopp, hä? Hier anstatt noch weiter zu gehen. Aha. Aha, ein bisschen klettern, dann klappert schon. Hier. Sehr gut. Sehr gut. Weil es halt, glaube ich, doof ist, jetzt da reinzugehen, ne? Tür öffnen. Kräftig. Und putz. Mal jetzt hier. Müssen wir hier überhaupt speichern? Wäre halt echt mal. Kenne ich schon? Was schmatzt denn hier so? Oder ist das einfach nur das Feuer? Also die Geräusche sind einfach herrlich, oder? Herrlich, ich sag euch, herrlich. Drin müsste aber noch irgendwo was sein, vielleicht eine Karte oder so. Einfach nur zu genial. Überall quietschen, als ob man gerade schön über die Tafel kratzt. Das mögen wir doch. Wo müsste... Nee, hier. Da müsste irgendwo was sein. Hör mal, schießt hier jemand auf mich? Jetzt, Müsste irgendwo was sein. Nee, stopp. Da... Hier, glaube ich. Nee. Keine Ahnung, irgendwo. Vielleicht ist auch einfach nur das hier gemeint. Kann auch möglich sein. Ich glaube sogar einfach, das ist gemeint. Wir gehen einfach mal weiter. Müssen da lang. Ich glaube, das ist falsch. Nice. Good to know. Ja, Sightseeing-Tour in einem Schiff, was gerade quasi am Explodieren ist oder kaputt geht. Lass mal nachhören. Das sind die nur explodierenden Kondensatoren von den Geräten. Ja, wenn es weiter nichts ist. Aber danke für die Aufklärung. Wenn es weiter nichts ist. Hier sind wir, glaube ich, richtig. Ich mache übrigens gerade wieder Sneaky Peaky. Einfach aus dem Grund, falls ich gleich noch irgendwelche... Hey, hier war ich doch vorhin. Oder? Hier muss ich lang? Wow. Muss, glaube ich, noch irgendwas machen. Dawn spielt schön mit der Psyche, irgendwie schon, ne? Vor allem, wenn man so Schmatz-Sounds hört. Dann ist ganz kurios. Man läuft hier gerade im Kreis oder blickt jetzt doof. Oh, da hinten ist wieder was. Oh, da ist wieder einer. Oh, da ist noch einer. Jetzt gerade versucht, durch das Dach zu schießen.
Oh Gott. What an idiot, wollte ich gerade sagen. Das schießt doch gar niemand. Guck, guck. Ah, der schießt wirklich, du kleiner Filudo. Jetzt weiß ich, warum die KI genommen haben, ja. Die ist nämlich genauso doof wie die Menschen hier. Ah, gib mal her, mein Freund. Gib mal. Ich muss den anderen noch looten. Aber ich glaube, ich habe noch einer. Da habe ich doch für noch einen weglaufen sehen. Ja, Mensch. Easy peasy. Nochmal kurz Flammenwerfer nachladen. Mit Zeit. Beachen würde ich mal als das Verziehen. Das kann durchaus möglich sein, wegen der Hitze, ne? Wegen der Hitze. Ah, oh, bist clever. Sehr gut. Sehr gut. Oh, Bauplan? Bauplan für was? Für was? Geräuschemacher? Renngranate? EMP? Ist hier was Neues? Nicht wirklich, oder? Puh! Aber wir müssen. Ich glaube. Hä? Ich glaube, ich muss hier irgendwas machen in dem Raumkasten. Möglich sein, aber ich muss da vorne lang. Wo sind wir denn überhaupt gerade? Also ich glaube, wir kommen voran. Muss ich, glaube ich, jetzt... Okay, ich muss da außen schon mal weiter. Oder, nee, hier kann ich nicht. Was gibt's denn hier? Guck nochmal. Holy moly. Ja, ist halt wirklich so, ne? Oh, vielleicht kann ich da nochmal durch? Maybe? Maybe. Mehr will da raus. Danke für die ganze Geschenke. Dankeschön. Ihr seid viel zu gütig, Freunde. Viel zu gütig. Ah. Jetzt mal hier wieder aufmachen. Das sieht voll schwierig aus, ne? Aber das ist wahrscheinlich easy peasy. 40 Grad und seit Tagen kein Wind. Gewitter ohne Abkühlung. Das ist kacke, ne? Ja, das ist halt. Vor allem, wenn das noch so schwül ist, dann macht das die Sache echt nicht besser. So, sind wir jetzt hier richtig? Ich glaube, wir sind sogar richtig. Nice! Düm, düm, düm. Wow, 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 wow. Ja, aber auch. Bitch! Holy shit! Feuer Salamander, Beine auseinander, Beine wieder zu und raus bist du. Oh boy. Naja. Oh. Robert der Ferrari, bitte beruhigen Sie sich. Oh, Alter. Ich krieg schon wieder tierisch Bauch-IV, ne? Muss auch wieder da lang. Gibt's hier noch was? Alter, vielleicht sollte ich mir nochmal. Wobei, ganz so viel Schaden hat er Gott sei Dank nicht gemacht, der Pisa. Das hört man selbst bis dahin schreien. Ja, ist auch richtig so. Das ist auch richtig so. Man soll das ganze Erlebnis in der ganzen Bude hören. So, Lautsprecher, Luftreinigung, kann ich alles anmachen? Nö. Beleuchtung, ach, Beleuchtung braucht keiner. Mach mal Lautsprecher an. Easy peasy. Easy peasy, Freunde. Was haben wir hier Schönes? Cooles Live, Dankeschön. So, Türüberbrückung. Hughes, ich habe ein manuelles Schloss an der Tür nach oben angebracht, um Unfälle zu vermeiden, während wir herausfinden, was hier los ist, Chief. Wobei, waren wir hier nicht schon? Wir waren wir schon. Das kennen wir alle schon. Meine ich. I think. Kann ich hier was mitnehmen? Nö. Das ist Schrott. Einfach mal alles drücken im Notfall, ja? Einfach mal alles drücken.
Wer nichts weiß, muss einfach sehr risky unterwegs sein. Orbitalstabilisatoren auf 60% und fallen. Kommt noch eine Pipi-Pause? Vielleicht. Mal gucken. Mal gucken. Bitte beruhigen Sie sich und klemmen Sie sich erstmal die Beine zusammen. Ja, da kann man rein. Da kann man rein, aber effektiv bringt es nicht voran. Vor allem die Kamera guckt mich an, während ich im Schrank stehe. Ich fühle mich so heftig beobachtet. Erstmal speichern, fuck it. Einfach in die Hose machen, das klingt erstmal nach einem Plan. Was ist das für ein Spiel? Das ist Alien Isolation. Oh yes. Ich war so heftig schon mal hier. Ich hatte gefragt, warum hier alles so dunkel ist, aber wir haben es ja gerade selbst dunkel gemacht. Oh boy. Pass auf, gleich sneak ich hier irgendwo rum und irgendwo steht da wieder einer vor mir, der mal schön mit der Pumpgun einen ins Gesicht donnert. Hier kann ich übrigens auch rein, ne? So kleine Verstecke. Liegt aber nur daran, weil wir halt ein Mädel spielen. Ja, so ein Typ wird da standardmäßig, glaube ich, nicht reingehen. Reinpassen. Also ich zumindest nicht. Oh. Hä? Haben wir es nicht schon mal gemacht? Das haben wir doch auch schon mal gemacht. Ach so. Warte mal, was kriegen wir hier noch? In your face, ja. Bist du ein YouTuber? Ich bin generell Entertainer. Das heißt, ich mache im Prinzip alles. Ich bin quasi online Prostituierte. Ich mache alles. Für Geld. Manchmal auch noch nicht mal dafür. Das heißt, ich bin tierisch günstiger. Nein, mein Spaß, beruhigen Sie sich. Ripley. Alles klar? Marlos Berechtigungen sind doch immer in diesem Terminal gespeichert. Hätten wir die Koordinaten der Torrents, könnten wir die Übertragungsschüsseln manuell ausrichten. Redet der mit uns? Sie die Apollo vollständig. Da ist ein Observatorium bei der Com-Zentrale, oder? Ja. Redet der mit uns? Sollten Sie die Koordinaten der Torrents finden können. Ich mache Ihnen die Tür auf. Ja, danke schön. Vielen Dank. Er versüßt uns das Leben, das auf jeden Fall. Kein Loot da drin, ne. Manchmal nicht. Manchmal nicht. Orbitalstabilisatoren auf 40% und fallend. Was gut ist, wir haben gerade gespeichert. Das ist schon mal eine gute Sache. Das heißt, wo geht's jetzt hier lang? Kann ich hier überhaupt weiter? Ich muss da weiter. Mach mal auf. Ach, ist ein Aufzug, okay. Dann müssen wir den Aufzug nutzen, dann wird das uns quasi nicht vorwärts bringen. Wisst ihr Bescheid? French. Je m'appelle Christopher. Ça va. And that's actually all I know French. That's it. So, mal gucken, wo wir hinkommen. Mal gucken. Weiß nicht, ob es gerade so gut ist. Ich hätte es lustig gefunden, wenn wir jetzt gerade mit dem Aufzug fahren und plötzlich sehe ich hier ganz, ganz viele Punkte bei meinem Bewegungsmelder. Das wäre echt ein doofes Zeichen. Schon wieder speichern? Wie häufig haben wir schon gedacht, dass jetzt irgendwie gleich Endboss-Battle kommt? Alter. Und gleich kommt wahrscheinlich einfach nur eine Cutscene von wegen, hey Mensch, die haben das Spiel geschafft, Happy Birthday. Ja, freuen sich einen Ast ab. Dankeschön dafür. Ich muss tatsächlich wirklich hier lang, ne? Aber hier waren wir doch auch schon. Wo waren denn die ganzen Androiden? Verdammt, ich kann die Abriegelung nicht umgehen. Machen Sie weiter. Das Schiff wartet da drauf. Und man kommt man nicht hier auch hoch? Du lässt mich nicht rein. Versuchen Sie es nochmal. Okay. Hier waren wir definitiv schon, aber hier kommt man irgendwie hier hoch. Jetzt aber gerade nicht mehr. Benimm dich mal, du Bratwurst. Ja, aber es bringt ja nichts, wenn ich mich benehme und die Leute dann sagen, boah, voll geil. Und dann sind sie beim nächsten Stream mit dabei und dann bringe ich so übelst doppeldeutige Sachen. Und dann sind sie wieder weg. Ich will die Leute ja nicht anlügen. Die Leute sollen mich ja mögen wegen meines Charakters. Das wäre halt wünschenswert. Alles andere wäre doch echt sowieso nur kurzweilen. Basinga! Oh. Sind die gut oder sind die böse? Ich glaube, sie sind böse, oder? Ich glaube,
die sind böse. Jemand wird schon Hilfe schicken. Wobei, die kann ich vielleicht so platt machen. Jetzt muss ich kurz... Ich kann... Oh, ich kann keine... Oh, shit, fuck. Kurz mal. So, Freunde. Das ist... Ey! 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 Wow! The fuck? Ist okay, alles cool. Ah, macht ruhig weiter. Ich will doch nur spielen, Freunde. Ich glaube, kann ich mir irgendwie... Was zum Heil... Oh, das war falsch. Falsch! Das war falsch. Schon wieder. Again. Warum auch nicht? Ich bin ein bisschen in Panik gerade, Freunde. Ist alles kein Thema. We got time. Die schießen ja eh. Ich weiß zwar nicht, wo die gerade hinschießen, aber irgendwo werden die gerade hinschießen. Wir machen nochmal eins. Auf den Streck, wollte ich sagen. Aber rein theoretisch könnte man auch sagen, auf Ehrenbruder. Nein, man Spaß. Auf Ehrenbruder war das. Fuck off. Nein. Man Spaß. Oh, oh. Moment, da kommt was. Kuckuck. Haha. Ja, Mann. Kommt da noch was an? Da ist noch einer. Wir looten erstmal. Sehr gut. Was ist denn? Oh, da ist einer. Seht ihr das? Easy! Easy! Da. Nee, stopp, falsch. Ich nehme erstmal wieder Revolver. So, jetzt hier auch nochmal looten. Ey, der hat sich gerade echt so ein bisschen überall weggewunden, ne? Der heißt, glaube ich, halbtags. Neo, der kann den Schüssen einfach ausweichen. Weil rein theoretisch müsste der erste eigentlich auf den Kopf gegangen sein. Egal. So, wo muss ich hin? Ich muss da hin, ich hätte die einfach alle am Leben lassen können. Ich hätte die einfach alle am Leben lassen können. Ich hätte einfach dran vorbeischleichen können. Naja. Ich sag mal so, 20% Verschnitt ist immer drin. Ja, so ein bisschen Kollateralschaden passiert halt. Das will ich euch sagen. Better safe than sorry. Das ist doch mein Motto. So, dann machen wir Ufia. Ey, so viel wie ich ja ständig am Machen bin, ne? So, sind wir jetzt hier. Oh, hi. Grüße. Muss ich jetzt hier irgendwas machen? Oh, ja, ich muss klettern. Nö. Ich dachte, ich kann mich jetzt hier abkopseln und sagen, hey Mensch, ich flieg nach Hause, ja? So ein bisschen auch End of Eric Cartman machen und sagen, screw you guys, I'm a going home. Oder I'm flying home, something like that. Aber sieht schon schön aus, oder? Hat halt echt so ein bisschen was von Star Wars. Ein bisschen, ich glaube, ich muss da was machen. Aha. Muss ich hier? Ah. Das ist quasi wie das Hammerspiel. Glaube ich. Hä? Okay, ich weiß zwar nicht, was ich gemacht habe, aber es war scheinbar richtig. Ja, intuitiv mache ich alles richtig. Will mir nur niemand glauben. Will mir nur niemand glauben. Was muss ich hier machen? Muss ich jetzt so schießen? So? Auch voll in Ordnung. Aber auch. Hey, Weltraumscan ein. Hä? War es falsch? Ach, das muss wahrscheinlich direkt am Rand sein, oder? Muss das am Rand sein oder eher nicht so? Das war halt auch nicht richtig. Ach nee, wahrscheinlich muss Kreis auf Kreis sein, ne? Okay, ja, gut, hätte man sich denken können. Aber einfach kann ja jeder, ne? Und andocken, Freunde! Oh yeah. Alles first try, man kennt's. Ja, Mann.
So, und jetzt, kann man jetzt... Oh, ja. Das sieht gut aus. Schön ran da. Warte mal, wo geht's eigentlich ran da? Lass mich ran da, denn sie will ja. Sind wir jetzt ran? Sind wir fertig? Haben wir fertig? Oh, jetzt muss ich hier noch was machen. Auch nochmal Weltraumscan. Okay. Alles cool. Wir wissen jetzt, wie es funktioniert. Please hold the line. Und bam, bam. Oh, endlich. Endlich. Ich hab sie gefunden, Ricardo. Jetzt müssen Sie noch die Schüsseln manuell auf die Position der Torrents ausrichten. Verstanden. Ich gehe nach draußen. Alter, was muss ich denn hier noch alles machen? Ich fühle mich ja leicht unterbezahlt, ne? Endlich essen. Ich hatte auch Hunger, ne? Ich hatte echt auch Hunger, ne? Ich muss jetzt, glaube ich, raus. Darf ich noch mal ein bisschen umherschweben? Kann ich hier was machen? Nö. Ja. Und was macht der hier, der Chillax? Der denkt sich auch nur so, Alter, ich habe doch keinen... Oh, ich kann nicht suchen. Hey. Hey. Warum? Hey. Das ist nur so ein ganz kleines Fenster, wo ich den durchsuchen kann. The fuck? Aha. Oh, wow. Oh, wow. So, und jetzt? Ich kann den Eingang zur Luftschleuse von hier aus entsperren. Einen Moment. Ja, dann mach mal. Ist das hier lang? Zufälligerweise? Ah, safe. Fliegen! Sehr gut. Kann ich nochmal speichern irgendwo? War hier irgendwas zum Speichern? Es ist zu weit weg. Das wäre da hinten. Freunde. Es ist einfach zu weit weg. Welches Spiel ist das? Das ist... Basti. Auf Twitch sieht man aber die Kategorie. Aber nur für dich, weil du es bist. Das Spiel heißt Alien Isolation. Nur weil du es bist. So. Erstmal anzufangen. Oh, speichern. First things first. Let's do it. Das ist gut. Das ist gut. Also wenn bei einem Game schon das Speichern das Entspannteste ist, das Befriedigendste, dann ist das Game echt einfach zu spannend, oder? Zu krass. Oder man ist einfach zu alt. Sorry, stimmt, hab nicht geguckt. Alles gut. Alles gut. Okay, ich kann mich rein so schon wieder umziehen, aber das wollen wir ja nicht. Muss ich jetzt? Nee. Wo muss ich jetzt hin? Ich kann nicht mal gucken, wo ich hin muss. Muss ich hier hin? Ist das so richtig? Ist das so eine Schleuse? Ah, ist offen. Okay. Okay. Den kontaminieren. Auf geht's. Geht's hier los? Ah, okay. Schwerelosigkeit. Beeilung. Wenn die Sevastopol erst fällt, ist die Kacke richtig am Dampf. Dann fängt's an zu stinken. Da gebe ich dir recht. Ich kann hier nicht mehr rennen. Das ist das Schnellste. Ich kann hier nur sneaken. Wir sind hier gerade schon highspeed-mäßig unterwegs. Boah, ist das nicht schön? Ist das nicht schön? Das ist schön, oder? Darf ich da bloß nicht springen? Das könnte echt doof kommen. Wobei, habe ich hier irgendwie so Magnetstiefel? Meine Theorie, wenn ich so leicht nach vorne mache, dürfte ich auch mindestens in die Richtung schweben. Weil es gibt ja hier, der Steg wird ja keine Erdanziehungskraft da, also keine Anziehungskraft haben, richtig? Das heißt, ich muss ja irgendwie was haben, was mich da festhält. Das ist quasi alles Hightech, Freunde. Knapp 100 Jahre in der Zukunft gibt es Magnetstiefel. Ich freue mich. Oh boy. Weiß nicht, was ich machen muss, ja? Ich weiß auch nicht, wo ich hin muss. Ich kann auch gerade nicht nachgucken. Kann man... Ah doch, ist aber richtig. Magnetschuh, ja. Geil, oder? So, benutzen. Macht jetzt. Ja, auf. Erreicht man durch Magnetschuhe oder Rotation des Schiffs? Wobei es jetzt gerade nicht aussieht, als ob es rotiert. Also ich gehe davon aus, dass es Magnetschuhe sind. Weil wenn es rotieren würde, müsste ich ja, wenn ich jetzt da hingucke, das dann auch irgendwie dann
auch verschwinden. Richtig oder nicht richtig? Rigdeck oder Neckrackdeck? Geben Sie die Koordinaten ins Terminal ein. Ey, welches Terminal? Ist das? Ne, jetzt kein Terminal. Bitte beruhigen Sie sich. Muss ich mal ein Terminal finden, ja. Oder, was auch sein könnte, ist das. Ich weiß nicht, was das sein soll, dass sich das einfach mitrotiert. Ich habe jetzt hier keinen anderen Fixpunkt. Wobei, da müsste. Ja, da müssten doch die anderen Sterne müssten sich dann rein theoretisch dann auch an andere Positionen begeben. Zelda Ocarina of Time? Vollkommen richtig. Sehr gut. Sehr gut. Für den Wassertempel. Wobei, das waren, glaube ich, auch für Eisenstiefel. Das waren nur Eisenstiefel, das waren keine Magnetstiefel. Es gab so Schwebestiefel und es gab so Eisenstiefel. Ich glaube, es war so Eisenstiefel. Extra dafür. Schwebe und Eisen. Licht? Ich habe kein Licht, Freunde. Ich orientiere mich. Wo muss ich denn hin? Ich bin hier falsch? Muss ich zurück? Nee. Im Frecker. Hä? Das leuchtet. Okay. Ich habe mich einfach vom Leuchten anziehen lassen. Ich fühle mich gerade wie so eine Motte. Hier ist nichts, was ich machen muss. Ich muss erstmal nochmal raus. Wir sind erstmal falsch. Okay, scheinbar war da doch oben ein Terminal zum Bedienen. Wir müssen nochmal kurz hoch. Da vorne müsste irgendwas sein. Oder da? Nee, das ist da oben. Okay, also wir sind erstmal falsch gelaufen. Ja, ist ja auch in Ordnung. Ist ja auch vollkommen. Kann ja mal passieren, wir haben ja Zeit. Eisenstiefel, Verzeihung, alles gut. Alles gut. Damen verzeihe ich zu 99% häufiger als Männern. Ja, und das ist diskriminierend. Aber ich bin selbst ein Mann, von daher darf ich es ruhig machen. So, da. Ach, muss ich doch hier dran? Das war doch das Terminal? Ja gut, es war einfach geschlossen. Wer hätte es gedacht? Servolog ein. Parabolantenne in fester Position. Verdammt! Und das heißt jetzt? Ist okay, Ripley. Bei den Transmittern gibt es eine Überbrückungskonsole. Jetzt muss ich, glaube ich, runter, oder? Aha, jetzt müssen wir da runter. Naja, dann gleich nochmal den ganzen Weg wieder runter. Weil das Schöne ist, dass wir jetzt draußen keine Gegner haben. Also würde mich stark wundern, denn wir haben keine Möglichkeit, irgendwie die zu töten oder kaputt zu machen. Oder zu töten. Oder halt kaputt zu machen. Oh boy. Wenn die Platte mal wieder einen Sprung hat. It happens. So, Freunde. Gibt's hier was Grünes, was leuchtet? Something green? Oh, Moment. Hier war was. Aha! Push! Nee, pull! Gerade wieder eine Windemotte. Muss ich jetzt warten? Muss ich jetzt hier noch was machen? Ich glaube, ich muss hier gleich noch was machen, ne? Oder zu schlachten, vielleicht doch das. Sicherheitsglas, ich hoffe sehr, dass das irgendwie Safety Glas ist. Ja, und jetzt? Jetzt habe ich zumindest wieder Licht, das ist gut. Und nun? Aha! Ich glaube, jetzt muss ich gleich was machen. Aha! Okay. Halten. Ziehen. Push. Pull. Mache ich einfach mal hier überall. Kann ja nur gut kommen. Glaube ich. Oder ich werde gleich einfach ins Weltraum rausgeschleudert. Und bin dann tot. Irgendwann. Sooner or later. Oh, Moment, hier ist auch noch was. Stopp! Notfallentriegelung! Ja, yeah, Mann. Jetzt? Kann ich jetzt hier warten? Ich habe das Gefühl, dass das doof kommt, wenn ich hier bleibe. Wo muss ich hin? Ich muss wieder zurück. Warum ist hier so viel Zeugs, was mir gegen den... Also, warum ist hier so viel Zeugs, was mir gegen den Helm fliegen kann? Lass mal die eine Haare wieder lang wachsen. Ich finde, das sah besser aus. Das Thema ist, es war halt einfach nicht praktikabel. War halt einfach nicht praktikabel.
Ja. Wenn die Mädels beim Sex sagen, hey Mensch, lass mal dir an den Haaren ziehen, ist das doof. Ich hab's zumindest gespendet, das ist so richtig, ja. Aber was muss ich jetzt machen? Hä? Auf oder runter? Was muss ich denn jetzt eingeben? Dann das irgendwo. War das jetzt richtig? Nö. Einfach mal irgendwas oder was? Also das eine scheint richtig zu sein, ne? Scheint richtig gewesen zu sein. Einfach mal durchprobieren, ja? Im fünften Fall, ich hab's auch das. Hatte Brot? Tatsächlich nicht. Ich versuche mich sehr kohlenhydratarm zu ernähren. Aber ich hab Tofu. Und ich hab Salat. Und ich hab Joghurt. Vegan. Das hab ich. Links die Zahlen? Ja gut. Wer lesen kann, ist klar im Vorteil, aber es wäre zu leicht gewesen. Ja, warum leicht, wenn man es auch kompliziert haben kann? Was muss ich jetzt hier machen? Nichts. Wir warten erstmal. Torrance, hier spricht Ripley auf der Station. Und im Pudding essen? Ja. Ripley, was zur Hölle geht da drin vor sich? Schlechte Sachen, Torrance. Hier läuft ein Alien herum. Es ist tödlich. Sie müssen uns hier sofort rausholen. Ein was? Ich habe keine Zeit für Erklärungen. Bitte, Verlaine. Wir können nirgendwo andocken, Ripley. Die Station driftet von ihrer Schwerkraftverankerung. Unter dem Raumfahrtterminal habe ich eine Schlepperplattform gesehen, aber die Torrance ist für die Verbindung nicht ausgelegt. Sie müssen die Klemmen der Abschleppplattform von ihrer Seite aus ausfahren. Begeben Sie sich einfach in Position.